wo ich ein bisschen mit Micha Ruhe drin hätte, hätte ich eigentlich Zeit gehabt, mal für ihn zum Spielen. Aber bin halt gerade so ein bisschen in der Ver. Sorry, falls ich störe. Ich weiß nicht, ob ich fragen darf. Natürlich rede mit mir. Kein Problem. Ich mag das, wenn man mit mir redet. Da habe ich wenigstens mich ein bisschen zu unterhalten noch nebenbei. Frag, was du willst, auch in Sachen RP. Ich bin da nicht so, dass ich sage, nee, ich spiele jetzt ein anderes Spiel. Ich möchte da nicht über RP reden. Vor allem so. Ich mag es, mich mit den Zuschauern zu unterhalten. Finde ich nicht zum Beispiel, leider, ich bin halt ein relativ kleiner Streamer. Oder halt, ich bin ein kleiner, ein Winzling-Streamer. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn im Chat nichts los ist und ich mich mit keinem unterhalten kann. Gerade bei solchen Spielen, die sind ja doch prädestiniert dazu, dass man sich mit den Menschen unterhalten kann. Und ich spiele gern auch ab und zu mal ein paar ruhige Spiele, wo ich sage, okay, ich kann mich mal ein bisschen unterhalten. Ich kann irgendein Thema anfangen und mal drüber reden. Aber wenn halt dann keiner da ist zum Reden, ist es halt auch doof. So, hier wollen wir unsere Fenster reinmachen. Dann nimmt es nicht von außen auch schon mal wieder ein bisschen Form an und schaut nicht so massiv aus. Wie lange ich auf KW bin? Genauso lange, wie es den Char gibt. Das ist mein erster Char und mein Main Char. So, wie komme ich jetzt am dümmsten da nach oben? Also provisorisch mal nach oben. Indem ich einfach so baue. Das ist mein ältester Char und auch zeitgleich mein Main-Char und ja. Also wird jetzt bald also ein Dreivierteljahr haben wir schon. Es könnte bald dauert nicht mehr lang, dann wird es vielleicht auch ein Jahr. Also. So, dann haben wir nicht hier oben nicht eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern haben wir hier oben nochmal ein vollständiges Räumchen. Nur wieder kein Holz mehr. Oh, das kann doch nicht sein, dass ich so Holzmangel habe. Ich überlege gerade noch, da muss ich mal kurz raus. Oh. Ich glaube, das Fenster da oben muss ich einen Ticken größer machen. Dann könnte sogar das Holz noch reichen. Das wäre cool. Kann ich da nicht mal abschließen? Mit. Also. So, weil dann ist es nicht in beiden Seiten ziemlich Ding. Also, Micha war auch noch nie in der Gang oder so, muss ich auch sagen. Der war halt von Anfang an irgendwie. Dem Moment, wo er auf dem Server war. Eigentlich ein normaler Zivilist in Anführungszeichen. Was ich jetzt aber nicht negativ sehe für ihn. Weil er halt durch den Tuning Club und sowas halt dann da ein bisschen mit rein ist. Da halt ein bisschen mit drin ist. Natürlich wird es nicht reichen. Für die Seite. Hundertprozentig nicht. Es ist halt so ein bisschen, was man da sieht, so oft. Ist irgendwann vor, ein Gangmitglied als Char zu machen. Das Problem ist, ich schaffe es jetzt momentan so einen Nebenchar noch nicht mal zu machen, der nicht mal so aufwendig wäre eigentlich, weil ich keine Zeit dafür habe. Weil wenn will ich halt auch nicht einfach irgendeinen vernachlässigen. Ich habe ihn erstellt, er hat ein paar Leute kennengelernt, war jetzt eine Zeit lang auf dem Se unterwegs, paar Tage, aber dann war halt einfach mit Micha viel los. Und das will ich halt nicht, dass ich dann irgendeinen Gangmitglied-Char erstelle und da nicht dazu komme oder halt, dass ich den anderen Char vernachlässige, weil einfach keine Zeit dazu ist vom Ding. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Also es gibt genug Leute, die haben mehrere Chars und allem. Aber es ist schon schwierig. Jetzt hat bei mir im Tuning Club zum Beispiel so, hey, ich bin jetzt einfach mal für, keine Ahnung, 3, 4 Wochen mal nicht da. Und dann ist es halt da schon immer ziemlich schwer. Da setzen wir einfach mal Standardfackeln. Laternen haben wir noch keine. Dass wenigstens hier ein bisschen Licht ist. Dann kann ich jetzt aufs Dach gehen. So. Dachfenstertechnisch, das wäre die Mitte. Wenn ich jetzt 1, 2, 3 mache, hier 2 abreiß, hat einer deiner
Chars mit der SPLS zu tun? Nö. Bis jetzt noch gar nicht. Also, ich weiß, dass es sie gibt. Ich weiß, Micha weiß es soweit. Außer wenn man rechnet jetzt einfach mal meine Begegnung oder. Ich hatte mit Moritz zu tun gehabt, bevor er bei der SPLS war. Ein bisschen was. Hier zum Beispiel ist ein Dachfenster Schmarrn. Da hatte ich mit Moritz ein bisschen zu tun gehabt. Aber ich denke, ich mache es trotzdem. 1, 2, 3. Dann, als er bei der SPLS war, mal kurz mit ihm wieder. Ansonsten nichts. Also mit dem Butler. Müsstest du aber, glaube ich, wissen. oder vielleicht weißt du es. Aber ansonsten mit kaum einen. Also, Butters und ich hatten mal einen fetten Unfall wegen einem Desync. Da hat er meine Chester mit seinem Moped weggeschmissen. Ich war etwas verwundert, dass er im TeamSpeak oder über das TeamSpeak-Plugin doch nochmal anders klingt als im TS. Ich habe den erst auch selbst so nicht erkannt als Spieler. Was war denn das jetzt? So war ich etwas verwundert. Aber sonst mit keinem davon großartig. Also ich habe zum Beispiel mit einem zu tun, der hatte ja ein bisschen was mehr mit Moritz zu tun. Das ist Mason. Da gab es ja auch sogar mal eine Sache. Und ja. Also nicht mit dem SPLS da mehr zu tun gehabt, aber mit Moritz, weil das irgendwie ein Informant war oder so. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt auch nicht. So. Das wäre jetzt hat hier schon mal das Haus selbst. Ich denke, das schaut nicht mal so kacke aus. Ich muss mir nur überlegen, wie ich dann hier den Weg nach oben mache. So richtig den Weg nach oben. Tendenziell würde ich wirklich sagen, dass wir hier einfach Leitern setzen. Weil hier oben, keine Ahnung, was ich da oben noch hinbaue. Wie gesagt, mit Einrichten habe ich es immer so ein bisschen. Ein Haus bauen selbst kann ich gar relativ gut. Ich weiß auch, dass ich hier jetzt noch einen Ticken ransetze. Dass ich hier noch eine kleine Bearbeitung mache. Dass hier noch die Terrasse rankommt. Ich finde, es schaut jetzt noch nicht mal so schlecht aus, das Häuschen. Vor allem, wenn dann jetzt noch ein paar Sachen rankommen. Ich hole mir mal ein bisschen Erde. Kann ich das von außen schon mal so weit fertig machen? Dann schaut das Dach im Vergleich zum restlichen Haus nicht mehr so mickrig aus und wird ein bisschen massiver dadurch. Ich habe Unmengen an Erde, habe ich festgestellt. So. Meine Unmengen an Erde reichen nicht. Ja, keine Ahnung, machen wir mit dem Holz weiter. Übrigens, dein Haus ist schon sehr geil aus in Minecraft. Ja, es ist leider noch nicht so. Ich habe da noch ein bisschen Feinschliff gerade zu tun. Fehlt hat noch so ein bisschen. So, und so. Und jetzt ist das, was ich gerade gemeint habe, was ich gerade angesprochen habe mit schaut das Dach dann nicht mehr so toll mickrig aus im Vergleich zum restlichen Haus.
weil es ein bisschen massiver geworden ist. Das ist das, was ich gerade gemeint habe. Jetzt schaut es ein bisschen dicker aus, ein bisschen massiver und passt ein bisschen dazu. Ein bisschen mehr. So, die Dachfenster haben ja auch einen Zweck, dass es innen schön hell ist am Tag. Sobald du nicht so ein Dach-Ding machst, dann geht das auch. Mach mal schnell das so. So. Ich finde, so ein bisschen Fantasie gehört da immer bei Minecraft mit rein. Ich mache das gern. Ich bin da immer ein bisschen. Ich baue gern in Minecraft ein bisschen rum. Weil ich mich da ein bisschen kreativ austoben kann. Ich bin nicht so der Mega-Kreative, nämlich. Aber, weiß nicht, Häuser und verschiedene Stile in Sachen Haus bauen kann ich unglaublich gut, finde ich. Ich habe da auch eine Idee fürs Höllenportal und. Also, da habe ich schon wieder. Da sprudelt es schon wieder in meinem Kopf, wie ich da was ein bisschen mache. Vielleicht sogar mit irgendwas Klassischem, so eine einfache Redstone-Steuerung unten. So. Dass ich da gar nichts Aufwendiges in Sachen Tech-World mache. Einfach ein paar Pistons und so Zeug, Sticky Pistons. So war das nicht geplant. Jetzt ist das Haus. Das schaut ein bisschen massiver aus. Es schaut so aus, als ob das Dach halt so drauf ist, dass die Balken das stützen. Genau. Ihr kommt mir gerade recht. Ihr paar Bäumchen hier. Denn ich habe was vor mit euch. Ich würde auch so gern KW spielen. Aber bin leider erst 11. Ja, okay. Es ist halt das. KW hat halt eine Altersbeschränkung und muss ich auch ehrlich sagen, also ohne dass ich dir jetzt zu nahe trete, ich finde es gut, dass KW die Altersbeschränkung hat. Weil einfach ein ganz anderes RP ist, wenn du. Auf einem anderen Niveau bist. Das ist nicht böse gemeint dir gegenüber, aber es ist halt einfach. Ja, du weißt es doch bestimmt selbst. Ein bisschen kindisch ist man doch immer noch in dem Alter. Aber ich sag mal, dadurch kommt auch so gutes RP mit zustande. Dass KW Regeln hat, die auch echt streng sind. Dass die Supporter auch wirklich coole Dudes sind. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht mehr, mich damals, auch gerade als RP-Anfänger, mich für KW entschieden zu haben, weil dir da schon stark auch als Anfänger geholfen wird, so und dir überhaupt die Möglichkeit gegeben wird, ein bisschen ins RP reinzukommen. Es ist ja nicht so, du gehst ins RP und hast mega Ahnung und weißt alles, was du machst und so Zeug. Und bist der Über-RP-Spieler. Ich bin auch bis heute, sage ich, nicht unbedingt der Mega-RP-Spieler und also mein Char hat bis heute noch nicht einmal geheult. Zum Beispiel. Es liegt einfach daran, weil, weiß nicht, ich spiele mich selbst. Zum Beispiel, und ich bin jetzt nicht unbedingt die große Heulsuse. Ja. Könnte reichen. Habe ich noch Zäune? Ich habe keine Zäune mehr. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Daran soll es mal nicht scheitern. Wood. Rubberwood. Ich packe jetzt einfach mal das Rubberwood da rein. Machen da draus mal Holz. Das packen wir wieder ins ME. Machen da draus mal kurz Stöcke.
So, packen das mal auch wieder ins ME. Ich liebe es, ME. So, zack, packen. Zack, fertig. Ich glaube, ich könnte es aber auch nicht so richtig aushalten, die ganze Zeit eine Rolle zu sein. Okay, ich schau, was seitdem ich 9 bin, ja. Ja, eine Rolle sein, klar, also mein Char Klaus ist eine Rolle von mir. Jetzt habe ich ein, ja, okay. Ist eine Rolle von mir, das bin nicht ich. Klar, der lässt so ein bisschen, nimmt so ein bisschen keinen Platz vor dem Mund und ist so ein bisschen Arsch. Auch mit, so ein alter Opa-Arsch sozusagen. Aber, gut, ich muss auch sagen, ich bin zum Beispiel auf KW einfach durch Schlo gekommen. Die liefern schon wirklich unglaublich gutes RP mit ab. Im Vergleich oft zu anderen Sachen, die ich da bekommst du halt doch mal mit. Also manche sind schon ein bisschen. Aber die sind auch oft nicht lange auf einem Server. Das ist halt das. Die Leute, die das RP kaputt machen und die das einfach nicht ernst nehmen, auch mit, sind dann sehr schnell weg. Das finde ich halt auch das Gute mit. Dass es halt auch im Griff unter Kontrolle und alles gehalten wird. Das finde ich das Gute gerade dran. Und deswegen möchte ich auch KW, ehrlich wie es ist, nicht mehr vermissen, so ein bisschen als Punkt, wo ich mal kann. So, das ist jetzt mein Minecraft-Häuschen, was ich gerade gebaut habe. Ich mache mal kurz die Cam aus. So. Einfach der Beste. Wenn ich nicht. Ach ja, Schlo ist einfach der Beste. Nicht so böse. So. Das Minecraft-Häuschen von mir. Irgendwie gefällt's mir, weil. Das ist mal nicht so massiv. Das schaut nicht massiv aus. Das schaut nicht massiv aus. Das wird gestützt durch den Balken da vorne. Schaut alles relativ logisch aus. So. Vielleicht baue ich wirklich hier. Also hier. Tendenziell würde ich wirklich gern irgendwo hier die fette Fabrik reinbauen. Dass ich irgendwo hier vielleicht schon den Weg hersetze. Unser Portal haben wir halt jetzt blöd dafür gebaut. Und dann hier später einen Berg draus mach, weil es eben keine Fenster hat. Also ME geht ja. Hitze und alles ist auch soweit in Ordnung. Ja, schaut eigentlich echt gut aus. Das schaut echt nicht schlecht aus. Lädt sich immer weiter auf. Das heißt, das ME überlastet den Reaktor gerade noch nicht dafür, dass es nur so ein kleiner ist. Was schon echt in Ordnung ist. So ein kleiner mobiler Reaktor. Würde ich mal sagen, warum habe ich schon wieder so ein Blödei? Weißt du, ob Amy von der Grove streamt? Das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich kenne zwar auch einige KW-Streamer, aber ob Amy von der Grove streamt, weiß ich nicht. Ich habe auch noch nicht alle entdeckt. Ich gucke da aber auch noch nicht so oft extrem nach, wer was, wie, wo, wann streamt und so. So, nee, Quatsch, wo will ich hin? Ich will zur Quarry. Ich will gern bei der Quarry mal, schnapp ich mir erstmal mein Backpack, was wir haben. Dass wir das noch ein bisschen mit Koppel zuschmeißen können, weil da ist auch noch Platz drin. Dass wir die Kiste hier innen schon mal ein bisschen, oder die Kisten, das sind ja noch stinknormale Holzkisten momentan, ein Ticken leerer machen. Weil hier ist sehr viel Cobblestone drin.
Und sehr viel Dirt. Ich weiß ganz genau, dass hier alles dann nochmal rauszuholen aus der Welt, wird echt ein Akt werden. Den Dirt zum Beispiel nehme ich jetzt gerne mit, weil dann können wir die Löcher mal in der Erde ein bisschen stopfen. Die, was wir haben. Und den Cobblestone nehme ich auch mal mit. Hier ist auch schon wieder anscheinend eine Kuh gestorben. So. Fast vorm ME. Fast vorm ME. So. Alexa hat gerade eine Benachrichtigung bekommen. Aber wenn ich den Dirt dann einfach mal mitnehme. Backpack. Das ist nicht irgendwie, nee, das war's einzeln. Ich suche gerade eigentlich die Taste, mit dem ich alles einmal. Es müsste doch eigentlich Doppelklick gewesen sein, aber das geht nicht. So, einmal alles rein da. So, 3288 Cobblestone. Das ist schon eine Ansage. Aber, weil ich. Wo ist das Buch hin? Ich habe es irgendwie ins Inventar gelegt, weil ich das Backpack mit anhatte. Boah. Herz auf Grundeis. So, Cobblestone. Aber, hey du. Eigentlich, wenn du. Was mir gerade so einfällt, dürftest du doch gar nicht gucken. Du hast vorhin gesagt, dass du klein bist. Bist auf Twitch, finde ich nicht. Du hast auf 725 auf Twitch. Ist es sehr schwer. Ja, ich bin klein. Mir ist die Anzahl der Follower egal, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe lieber, egal ob der jetzt ein Follower, Sub ist oder sonst irgendwas, es ist mir wirklich egal. Du musst nicht followen oder Sub sein. Ich habe lieber jemanden im Chat, mit dem ich ein bisschen reden kann. Und leider ist mein Chat oft sehr, sehr leer. Moos! Wirklich, ich habe lieber Leute im Chat, mit denen ich ein bisschen reden kann, ein bisschen quatschen kann und allem drum und dran, als dass ich irgendeine Zahl habe oder irgendeinen Sub. Lieber unterhalte ich mich. So, wir haben das Schlimmste jetzt schon mal raus. Geholt aus der Kiste ist, ja, nicht das Backpack in der Hand haben, das könnte böse enden. Vor allem, wenn das Overworld-Ding verschwindet, weil dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein richtiges Problem. Ich streame jetzt auch schon ein paar Jahre. Also ich habe zu Fallout 4 Zeiten, kurz vor Fallout 4, bevor wie es rauskam, habe ich angefangen zu streamen. Auch damals mit Minecraft. Weil, ich weiß nicht, Minecraft ist halt immer noch so ein bisschen meins. Ich habe früher gern Lego gespielt, jetzt spiele ich Minecraft. Aber wie gesagt, ich habe lieber Leute hier im Chat, mit denen ich mich ein bisschen unterhalten kann. Und leider habe ich die nicht so oft, muss ich ehrlich sagen. Daher finde ich das ein bisschen, nicht so. Finde ich mich selbst auch nicht so groß oder so. Es ist, ich habe 700. Es ist nur eine Zahl. Es ist egal. Ich weiß, dass es auf Twitch sowieso schwer ist, irgendwie noch groß zu werden, außer man streamt irgendwie immer, 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 immer das Gleiche und LOL und so Zeug. Aber, ja, wurscht. Ich bin da nicht so drauf fokussiert auf irgendwelche Zahlen und sage, hey, ich muss Minimum, keine Ahnung, 5 Subs haben oder 20 Subs oder Sub unbedingt oder ich will dein Geld und so. Ich brauche irgendwelche Don oder ich will irgendwelche Donations, deswegen ist ja auch kein Donation-Ziel eingeblendet oder sonst irgendwas. Das könnte ich alles machen, dass ich sage, hey, ja, ich könnte natürlich auch, was weiß ich, alles, machen damit und die Zuschauer irgendwie hierher zu locken und alles, aber das bin ich nicht. Macht es, weil mir Spaß macht. Ich werde es immer machen, weil es mir Spaß macht. Und es hat einfach, wird sich auch nicht ändern.
Ich möchte auch, muss ich auch ehrlich sagen, ich möchte auch nie finanziell abhängig werden von Twitch. Also mal in den Raum geworfen, ich werde jetzt mega, ich habe jetzt mega viele Subs und was weiß ich und verdiene mega viel Geld damit dadurch. Ich möchte nie vollständig finanziell abhängig werden von Twitch. Einfach dem Grund, weil ich dann nicht mehr das, oder ich denke zumindest, ich kann dann nicht mehr das machen, wozu ich Lust habe, sondern ich muss das machen, wo mir die meisten Leute zuschauen. Das machen, wo die meisten Leute hier sind im Chat, die meisten Subs und so Zeug. Und wenn ich gerade Bock habe auf ein kleines Indie-Spiel wie Graveyard Keeper letztens, dann mache ich ein kleines Indie-Spiel wie Graveyard Keeper. Wenn ich jetzt Bock habe auf Minecraft, dann mache ich Minecraft. Und das möchte ich, dass sich auch eigentlich nie ändert. Dass ich weiterhin immer das machen kann, wozu ich Lust habe. Und ich werde auch zum Beispiel meinen Job nie aufgeben. Selbst wenn es mal sein sollte, dass ich irgendwann mal damit Geld verdienen könnte, was mir auch echt egal ist, dann werde ich trotzdem jeden Tag in die Arbeit gehen, mein Geld verdienen. Zum Beispiel, ich habe ja auch meinen YouTube-Kanal. Ich wollte mit dem ersten Geld, was ich von YouTube bekommen, und das hat sich ja über Jahre gezogen gehabt, wollte ich eigentlich es ein bisschen zurückgeben. Was ich arbeite, gelernt Industriekeramiker, Fachrichtung Anlagentechnik. Ist auch schon wieder ein komplizierterer Beruf. Hab mich durch Fortbildungen, was weiß ich alles, keine Ahnung, was ich jetzt meinen jetzigen Beruf bezeichnen könnte. Ich mache so ein bisschen Gefahrgutversand, habe meinen Gefahrgutschein nach IATA gemacht. Ich mag immer noch, ich liebe meinen Job. Ich arbeite in der Industrie. Ich stelle die Teile zum Beispiel her, die du gerade auch nutzt mit. Ich arbeite in einem sehr großen Elektronikzulieferer. Also Halbleiter und elektronische Bauteile stellen wir her. Und das Wasser hier verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das verstehe ich nicht. So, ja. Mach da auch Auftragseingang oder kümmere mich drum ein bisschen um die Planung, wann das gefertigt wird und so Zeug. Also in welche Wochen wir das einplanen. Wann wir das machen, wie wir das am dümmsten machen. Ich habe ein relativ großes Büro. Bin aber auch zum Glück noch mit draußen in der Fertigung, also deswegen ist es ein bisschen abwechslungsreicher. Und geldtechnisch muss ich halt auch ehrlich sagen, verdiene ich echt nicht schlecht. Vielen Dank für deine Arbeit. Ja, ich sag mal, in der Firma, die ich arbeite, die sagen den meisten Menschen nichts. Das sagt wirklich den meisten Menschen nichts. Aber wenn ich dann sage, zum Beispiel, wir haben Telefunken aufgekauft, das dürfte dir zum Beispiel auch nichts mehr sagen, weil das ist ein alter Fernsehhersteller. Oder ja, da sind früher Fernseher produziert worden. Und wir beliefern, was weiß ich, alles für Elektdinger. Also die Autoindustrie ist großer Kunde von uns. Windkraftanlagen. Ja, alles Mögliche. Alles Mögliche. Aber auch kleinste Chips, also nicht nur das. Nicht nur für große Anlagen, auch für kleinste Chips haben wir eigentlich alles gut im Sortiment. Und ich muss ehrlich sagen, bis heute liebe ich meinen Job. Ich möchte ihn auch nie hergeben. Ich gehe immer noch früh, ich arbeite jetzt da mittlerweile 10 Jahre oder fast 10 Jahre. Ja, es könnte so, ja, fast 10 Jahre habe ich da jetzt. Und ich gehe bis heute gerne in die Arbeit. Es ist auch viel mit dem Arbeitsklima, was wir haben. Und obwohl wir so eine echt große Weltfirma sind, muss ich dazu sagen,
wird unglaublich viel auf die Arbeiter mitgeschaut. Das ist keine Firma, wo die Arbeiter ausbeutet. Das ist eine Firma, wirklich, die ist, obwohl es weltweit agierend ist und weltweit viele Arbeiter hat und vor allem auch hier an den Standorten hier mittlerweile einige Arbeiter sind. Ich glaube, wir müssten jetzt, also 800 war, weiß ich, der letzte Stand. Wie das jetzt ist, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, wir sind schon mittlerweile deutlich mehr. Ist nicht auch schon ein paar Jahre her, wo der Stand war, von dem, wo ich im Kopf habe. Ich glaube, das sind wir schon jetzt wieder deutlich drüber. Es ist trotzdem eine Firma, wo du sagst, findest du selten sowas. So familiär in der Größe. Leute, die wirklich, oder halt wirklich auch noch Chefs, die auch mit groß, sehr stark auf die Arbeiter schauen mit. Und auch vom Verdienst her, allem. Ist, glaube ich, heutzutage sehr selten geworden. Mittlerweile in der Größe. So. Das ist unser Häuschen. Unsere Quarry da unten wird noch echt ein bisschen arbeiten. Weißt du was? Wir tun mal, keine Ahnung, schmeißen die paar Sachen dann nochmal ins ME rein, schalten den Reaktor hier aus, dass das ME auch ausgeht. Shutdown. Wie schnell die Energie weggeht. Gut, er ist auch überhaupt nicht warm, also. Temperatur geht runter, der Output geht runter. Die Energie geht runter. Könnte ein bisschen dauern. Ich höre das Wort CEO so oft. Was heißt das eigentlich? CEO? Chief Exclusive Officer. Ist eine amerikanische Bezeichnung, so für geschäftsführende Vorstandsmitglieder und sowas. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal mit Minecraft Schluss, gehen in den Pause-Screen,